Jatka! Ulala! 10, 9, 8. Ich wähle mal. Na also. Ach, bequeme Sitzposition gibt's nicht, okay. Zwei silberne. Ah, nicht so sehr auf die Karte gucken. Schön. Boah, das Gruß war es, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach ja, dachte, das ist Bam oder was? Unverschämtheit. Ja, ich war schon leicht am Herzflattern. Ja, ich hatte gehofft, du crasht halt mal, aber... Die Abkürzung war heftig. Also das Einzige, wo ich crashe, ist, glaube ich, da. Also heute. Ja, willkommen im Club. Obwohl, nee, ich kann auch an anderen Stellen crashen, kein Problem. Ja... Glückwunsch, du bist. Aber wo ist denn jetzt Sky geblieben? Er wartet immer noch auf sein. Er sieht ja, dass Bam da gepostet hat, das Bild, dass die Server da sind. Ich kann nur nicht lesen, was er da geschrieben hat. Ein Sturkopf. Mal gucken. Okay.
Das Schlimme ist, ich kann nur unbequem gut fahren. Tja, dann lehn dich zurück, mach's dir bequem. Wieder viel zu spät. Da bin ich extra langsamer gefahren. Leicht in Schlingern bin ich jetzt gekommen, Alter. Uiuiui. Ich bin extra die ganze Zeit langsam und vorsichtig gefahren. Wieso dreht er sich dann? Echt gemein. Ui, hätte sogar eine 35 werden können mit den ganzen Fehlern eigentlich. 35? Ja, also ich bin wirklich hinter dir auch geschlingert. Wäre auch fast abgeflogen. Du meinst wahrscheinlich 45. Ja, 45, Entschuldigung. 35 wäre halt echt krass. Ja, ich glaube, ich habe die Terpentine da überflogen. Du bist Zweiter. Einfach mit 5. Ich wollte übrigens mit der 5 sagen, könnte auch 25 sein. 15. Ja. 10 Sekunden mehr, weniger ist eigentlich auch egal. Nochmal. Nochmal? Ja, gleiche Richtung. Aber wir haben doch zweimal schon. Ja. Oh, ich der Server wieder abkackt oder entweder was? Entweder stuck oder zu. Oh, wieso habe ich denn. Jetzt manuell gewählt. Nein! Ah, sehr schön. Sehr schön. Ach, scheiße. Drecksreflexe. Sehr schön. Mal gucken.
Oh, immer noch so viel schalten. Doch, mal eine schöne Übung. Er ist abgeflogen, du? Nee, Bam. Ja, muss wieder üben. Aber siehst du doch, du hast rote Auto. Nee, hab ich nicht. Hab Silber. Fährt sich so gleich ganz entspannter. Ja, und auch manuell fährt es auch total entspannt. Ich glaube, meine Siegesserie ist vorbei. Also kaum hat der zwei Rennen gewonnen, spricht er von einer Serie. Jetzt wird ein Dritter werden, also bitte. Na, wer weiß. Ja, doch, hinter mir ist schon irgendwie was los, verdammt. Vielleicht überhole ich dich ja noch mit meiner manuellen Schaltung. Sobald ich rausgefunden habe, wie es funktioniert. Und sobald ich Jatka überholt habe. Noch stirbt zuletzt. Mal gucken. Oh. Schade. Wenn aber der Vorteil ist, bei ein paar Kurven, wo man gar nicht möchte, dass er hochschaltet, kann man das selber kontrollieren. Aber die Nachteile sind halt schon beachtlich. Viel schalten, ne? Und bei jedem Schalten verlierst du halt. Glückwunsch, du bist Dritter. Das Tool verarscht uns wieder. Ja, genau. Lasst die Leute noch glauben, es ist alles normal. Ja, nach kann diesem Rennen wissen wir es. Wenn wir da immer noch hier sind, dann ist es extrem unwahrscheinlich. Dann sind wir stuck. Ja. Was sollen wir machen dann? Nochmal diesen Reset-Knopf oder was sollen wir machen? Ich weiß es gar nicht. Dann fahren wir die Strecke nochmal, weil davor war sie auch nochmal. Davor war sie schon. Ich habe sie mit Sky gefahren. Oh. Ja, ich hatte schon Übungsrunden, ja.
wäre witzig, wenn man einstellen könnte, man fährt immer die gleiche Strecke, bis mindestens einer schneller war als X. Irgendeine gute Zeit halt eben. Also erst wenn hier einer eine 45 fährt, dann nächste Strecke. Aber dann wären echt mehr als zwei Runden hilfreich. Du bist Dritter. Dann schauen wir mal. Stack oder nicht? Yay. Oh, juhu. Okay. Ah, juhu. Auch wieder gespiegelt. Der Server hat, der mag gespiegelt, ich sag's dir. Ne? So oft gespiegelt. Ja. Wahrscheinlich ungefähr genauso oft wie nicht gespiegelt. Im Schnitt.
Rums. Lass die Wand in Ruhe. Die ist alt. Seh nix. Einfach geradeaus und dann nach links. Jupp, danke. Schlecht gefahren. Ich sag ja. Das ist deine letzte Runde. Wir resetten das Ganze, wa? Wie er. Du bist doch hoffentlich gerade noch so Zweiter geworden. Ja, was heißt gerade noch so? Der ist ja gecrashed, kaum, dass er mich gesehen hat. Ja, den LM wirst du ja wohl erkennen. Oder hast du den auch auf Silber gemacht? Nein. Okay. Was habt ihr denn gefahren? Alle CLK. Glückwunsch, nein. Du bist Zweiter. Doch. Nein. Also ja, Bishop ist rausgegangen und wieder rein. Nein, da steht definitiv ein orangener LM direkt neben dir. Den sehe ich nicht mehr. Menü ist da. Nein, es ist nicht. Ich sehe nur noch Menü. Ja, dann mach die Augen auf. Kannst du aber auch ein A6 sehen. Das will bei mir nicht. Wie? Nein, das erkennt das Spiel nicht. Das ist schlecht. Ja. Dann sind irgendwelche Settings nicht okay. Kannst du dein Isaac nicht streamen irgendwie, dass ich das sehen kann? Nochmal was? Dein Isaac muss gestreamt werden, damit ich das sehen kann. Uff. Das könnte ich als Overlay irgendwo hinschieben, ja. Nee, als Overlay nicht. Ich meine, es würde halt eben nicht transparent sein, sondern irgendwas blockieren dann einfach. Obwohl, ich könnte das weiß transparent machen. Aber es ist halt auch nicht so spannend. Das hier ändert sich ja nur immer nach den Rennen. Ach, da fällt mir ein, ich wollte mal so ein Discord, wer spricht da gerade, Overlay hinzufügen. Regelmäßig vergessen. Quasi immer. Hast immer vergessen. Ja, sehr regelmäßig. Naja, ich wollte es halt einmal machen. Wenn es einmal eingerichtet ist, ist es ja wahrscheinlich dann einfach immer da. Aber es lohnt sich halt auch nicht so sehr, wenn nur zwei Leute im Voice-Chat sind.
Das kann man ja meist noch ganz gut auseinanderhalten. Oh. Also ich bin Kirsche. Da, das behauptest du. Ich glaube eher, du bist Roadrunner oder sowas. Da müssten wir uns wahrscheinlich vorstellen. Hallo, bist du, ich bist bin... du? Vielleicht Gizmo? Gotcha? Iso? Doch, nach meinen Skills urteilen Gotcha. Stimmt, so habe ich das nie gesehen. Eigentlich musst du Gotcha sein. Ai, 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 ai. Ah, doch, Soul. Okay, also das war jetzt... Nee, ich bin jetzt wirklich so gut aufgekommen. Meinen sauer verdienten Vorsprung hier abgeben muss. Uiuiuiui. Also ich heb an Dingen ab, wo ich die abheben sollte. Was machst du, damit wir nicht denken, dass du Gotcha bist? Darf nicht reden. Wir wissen das doch. Nee, das ist jetzt kacke hier. Wir haben so kleinen Hügeln abgehoben, dass ich die Lenkung zu verrissen habe hier. Und der Typ kann sich jetzt warm fahren da vorne. Das war's, kein Gewinn mehr möglich. Nur für 3 Runden. Ja, oder 8. Nee. Nee, ich bin wirklich an den Standardsprung-Dingern so unglücklich aufgekommen, so richtig hart, dass sehr ungewöhnlich war. Ja. Ich hab da nicht richtig reagieren können, weil ich es noch nicht so kannte. Bin wahrscheinlich einfach zu schnell gewesen. Und die Kiste fliegt halt gerne ab, ne? Zu schnell vielleicht nicht, aber man kann einfach mal Pech haben. Nee, ja. Nee, nee, sag das nicht, die Kiste. Du bist Dritter. Hätte ich mich an den Scheiß da, hätte ich da mitgemacht, dann hätte ich gesagt, das Ding will eher fliegen, statt ein Flugzeug, ne? So ein Flugzeug statt irgendwas anderes. Nein. Ich glaube, Bischof ist einfach nur mit dem, was er fährt, gut. Oh, Punkt, Punkt. Tropikal. Punkt, Punkt. Ja, da kann den Jump locker mit 20 km/h mehr nehmen. Ja, der kann ja auch 100 km/h mehr nehmen. Man muss nur Glück haben und es gut treffen. Thank you.
das war's. Warum fährst du denn ein bisschen lang? Ich musste resetten. Hab eingeparkt. Komischer Dreher. Ich werde mir nach dem Rennen noch einige Würstchen gönnen. Ja, irgendwas essen werde ich definitiv auch noch. Ach übrigens, habe ich dir schon gesagt, dass Formel 1 war? Nein, hast du nicht, aber ich habe es fast gemerkt. Also ich habe zumindest mal das Qualifying von gestern aufgenommen. Das gucke ich auch heute, glaube ich, noch. Ich kann dir leider sagen, es glaube, Safety-Fahrer war wahrscheinlich fast die Hälfte des Rennens. Ja, naja, gut, kann passieren. Aber war ja nur der Sprint bisher. Gut, mehr Safety Car als das Rennen, also. Gefühlt, ne? Das ist doch gut, Mercedes muss vorne, oder welches Safety Car Auto war es? Mercedes ja, oder denke, ich glaube ja, ne? Martin. Sieger. Eins von beiden. Ach, waren das noch Zeiten, als damals häufig drei Mercedes geführt haben? Oh, Verstappen ist Weltmeister, aber das ist so ein Nebending. Was? Oh nein, wie hat er denn das jetzt geschafft? Hat er etwa die ganze Saison über brutal dominiert? Ah, schon krass, ey. Ich glaube, das mir ist mir bekannt vor. Leider bekomme ich hier keine Kohle. Keine Mach's Kohle. Privat. Fürs Wetten auf Verstappen oder was? Auf mich. Ich
Ich wette, du wirst nie Formel 1 Weltmeister. Ist mir zu kompliziert, das mit Lenkrad. Kannst du ja auch so ein Pad einbauen lassen, kein Problem. Ja, hab ich schon gemacht, das musst du dir mal reinziehen, sag ich dir. Wieso fahre ich jetzt einfach so unmotiviert gegen die Palme? Aber andererseits, warum nicht? Naja, ich meinte aber richtiges Formel 1, ja? Nicht irgendwie Spiel oder sowas. Ich mach denselben Fehler wie vorhin. Super! Ich mach viel mehr Fehler als vorhin. Hey, du bist doch... Bist du wirklich schon da, wo du vorhin falsch abgebogen warst? Nee, bist du ja jetzt erst. Boah, ey. Leider nehme ich das Ganze nicht auf, aber die Sprünge sind heftig. Die Physik mir heute echt einen Streich spielt, ey. Oh nein, es spielt. Nein, nein. Uff. Invisible Wall. Naja, wenigstens jetzt was egal ist. Unmöglich zu gewinnen, da gehe ich auf Klo. Yay, Soul in the World.
guck. Ah, es sollte das einfach Negativpunkte für den letzten geben. Nein, das ist Effizienz. Ja. Wäre ich am Ende des Rennens, ne, dann wäre ich dann nicht schon. Jetzt kannst du noch Richtung Ziel rollen. Ach, die Fehler waren unnötig, ja. Auf Kotzen, ey. So gut bin ich wohl doch nicht. Glückwunsch, du bist Dritter. Mann. Ich glaube, wir sollten mal Ladescreen spielen. Ladescreen klingt langweilig. Palm City, boah. Ich mag doch die Strecke nicht, ey. Obwohl ich CK fahre. Ja. Dann fahr halt F50, vielleicht gefällt's dir damit. Es geht um die Strecke und nicht ums Fahren. Muss noch zu viel Gas loslassen. Was das hier wohl in der CO2-Bilanz wäre? Uff, im Vergleich zum Formel-1-Rennen ist okay. Du fährst die Abkürzung nicht. Hä? Ach so, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Ey, mit dem LM war ich so vorhin gefahren, hab einmal versucht außen lang zu fahren, war echt scheiße. Da habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Dieser Frechdachs hupt einfach. Dies ist die letzte Runde. Zu deinem Rutschen. Thank you.
Da hast du aber Glück gehabt. Sehr unerwartet, aber geil. Ja, ich habe nicht beide gecrashed in der Abkürzung. Also gecrashed bin ich zwar nicht, aber er musste resetten und er ist trotzdem schneller rausgekommen als ich. Also er war vor mir danach. Ich war schon scheiße in die Abkürzung reingekommen. Ich hoffe, du hast das auf Video. Erster, dritter, zweiter, dritter, zweiter, erster. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sollte ich es auf keinen Fall hochladen, ha? Hab ich auch schon letzte Woche hochgeladen. Ja, ohne Witz, ich schaue sie mir gerne an. Ja, so mein Threshold war ab 5 Leute. Wir haben 5 Leute. So gesehen könnte man das schon machen. Nur wenn ich dann jede Woche hochlade, macht es auch keinen Sinn. Lad's mir hoch, also gib's mir und dann ich bin schneller. Aber war's schnell, muss ich sagen. Nächsten Morgen oder so, was schon gepostet? Hier ist es. Ja, nächsten Morgen ist schwierig. Irgendwas war da. Was war das? Ja, da war ich schon erstaunt. Ich meine, das Hochladen ist das eine, ne? Aber danach muss YouTube halt eben noch seine Rumrechnereien machen. Das kann halt mal schnell gehen, mal lange dauern. Und schneit's halt. Ja, muss YouTube trotzdem rechnen nach dem Hochladen. Denn kodiert's ja alles neu. Letzten Abschnitten hoch. Boah, warum sollte ich? Was für eine Arbeit. Okay, Ben fährt auch außen lang. Zu besetzen. War auf dem Dach. Oh mein Gott. Ach so, nach der Abkürzung meinst du? Ja, da musst du schon lange raus gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Ja, bitte. Thank you.
Seit wann gibt's denn hier eine Invisible Wall? Das gibt's doch nicht. Die kannte ich nicht. Ich hab wirklich, seit ich hier angefangen habe zu fahren, einmal Invisible Wall gehabt. What? How? Ja. Und zwar das nur am Rennwochenende mit TTR. Bei 8 Runden. Also ich hatte 2 heute. Gut, letztes Mal hatte ich glaube ich auch keine, weiß ich nicht mehr, aber noch nie ist sehr selten. Also noch nie bis auf einmal. Also ohne Witz, ich habe in der Kurve korrigiert, Alter. Das macht man normalerweise nicht. Wieso nicht? Weil es schwierig ist mit dem Gamepad. Ja, es ging aber gut. Also es war super. Also ich habe Sekundenbruchteile gemerkt, es passt nicht. Ich habe in Sekundenbruchteile gemerkt, ich muss lenken. Ja, hört sich normal an. Nennt sich Kurve, oder? Ja, normalerweise. Also, ich meine, eigentlich ist es eher so, wenn du es schaffst, ohne zu korrigieren durchzukommen, dann ist es super. Du bist Dritter. Das war so ein Pixel-Ding, weißt du, so... Uiuiui, was haben wir denn da? Isle Outskirts, rückwärts gespiegelt. Oh, harte Nummer. Eieiei, harte Nummer. Das ist die so gerne rückwärts fahre. Ne, ungern rückwärts fahre. Ja, kann man immer so viel abfliegen. Irgendwer fährt oben lang. Guck mal, ich habe gerade nicht viel falsch gemacht, kann das sein? Wieso bin ich Dritter? Entweder falsches Auto oder doch irgendwas falsch gemacht. Ja, gerade ein Schild erwischt. Reißt mich voll von der Kurve weg.
ist die letzte Runde. Ich finde das Ding nicht sehr schön anzusehen. So, jetzt sagt Sky, hätte jetzt eine Stunde alleine gespielt. Quatsch. Er kann doch gar nicht gespielt haben. Wir sind auf dem Server, auf dem er war. Naja. Lass mich doch mal was Lustiges sagen. Ja, aber es stimmt halt nicht. Oder hat eine Stunde gewartet, bis wir joinen. Wir waren noch auf den Alten drauf, als sie ihn verlassen hatte. Auch das kann nicht sein. Ja, weißt zwar nicht genau, wie das Resetten funktioniert. Meine Ideen sind am Ende. Hier, ich rutsche hier zu viel mit dem Ding. Also, LM ist hier klar im Vorteil. Jupp. Also, würde jeder LM... ich sollte weniger reden. Fahrer, die zustimmen. Schieb das Ding jetzt nach Hause, Mann. Ja, wird knapp. Tja, das war's. Ah, nicht mal das kannst du. Tja. Du bist Zweiter. Guck mal, jetzt sind wir 6. Ja. Lohnt sich oder so. Haben ganz viele Leute überall angesehen, das letzte. Was war dann? 35 Leute oder so? Huiuiui. Okay, ja, nicht schlecht. Habe ich jetzt gar nicht. Aber ja, wenn man dann. Oh, doch nur 5. Aber wenn dann halt eben man jede Woche hochlässt, dann gehen die Zahlen auch ganz schnell wieder runter. Wenn man eben nur ab und zu hochlädt, dann hat man halt mehr Views wahrscheinlich. Oder die Leute vergessen dich. Auch so ein Ding. Puh, wer war denn? Sie. Kenne ich nicht. Will ich nicht. Was? Seit 2 Minuten nichts Neues? Ungefähr so ist das. Ja, prinzipiell, aber... Was? Immer nur HP2-Videos? Ist halt auch so eine Sache. 1. Ach, 4 nur. Könnt ihr auch zeigen, wie ich privat auf Klo gehe? Wahrscheinlich, ergiebiger. Ich fürchte, dass er verstößt gegen die Regeln von YouTube. Ich meine, ich hoffe, dass das gegen die Regeln verstößt. So Scheiße posten auf Facebook geht doch auch. Ja, inhaltliche Scheiße. Ist, glaube ich, sogar Voraussetzung. Okay, wird schon mal eine scheiß erste Runde.
das denn für ein Pixel? Was hast du denn wieder? Schon wieder Wand oder was? Nein, Pixel. Irgendein Pixel einer Wand, in der Nähe einer Wand. Der hat mich komplett rumgeworfen. Böser Pixel. Okay, das war einfach nur mein Fehler. Lustiger Flackerer auf dem Bildschirm, aber weder Lenkrad schwergängig noch sonst irgendwie Absturz. Hinter mir? Nein, ich bin letzter. Ne? Jetzt bin ich vorletzter. Ich muss aufpassen. Ich mach grad alles Rettungsfehler. Übel, Alter. Alter. Jetzt sehen wir, Alter, die Abkürzung, Alter. Ich bin gehoppelt von links nach rechts. Bam, 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 bam. Ja, also auf allen vier Rädern. Die wollten die nicht auf dem Boden. Okay. Glückwunsch, du bist Dritter. Mit Abstand schnellste Runde. Guck mal, Bam hat einen Zero, der muss ja am schnellsten gewesen sein. Er hat keinen Zero in ASIC. Er hat gar nichts in ASIC. Der ist nicht mitgefahren. Wir hatten noch nichts Braunes, ne? Wobei, jetzt ist es braun da, ist doch schön. Nein, das ist Schnee. Bei dir. Yep. Ach, Scenic Drive, muss ich ja LM fahren. Kannst, ich empfehle immer wieder in der 50. Na komm, ich fahr mal. Ich bleib bei CLK heute. Das muss nicht sein.
Bling, bling. Ich probier's gleich mal. Das ist. Was? Probierst du doch den F50? Was? Ich verliere hier. Zeit gegen den MMA. Übel. Du bist Dritter. Alleine im ersten Sektor. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier die Sektoren sind. Das ist einfach. Vor dem zweiten. Ja, aber ich weiß noch nicht, wo der zweite ist. Ja. Okay, wir haben ja 8 Sektoren. Das sollte jetzt langsam mal klar sein. What? 8 Sektoren? Meine, warum du keine hast, verstehe ich nicht. Wir haben hier einen Sektor. Beginnt bei Start, endet bei Ziel. Start und Brücke. Brücke ist kein Sektor. Ist mein Sektor. Gibt keine Zwischenzeiten, gibt kein gar nichts. Echt schade eigentlich. Boah, habe ich einen orangen in der LM genommen? Oh no! Was ist denn passieren? Ja, kannst du in Ruhe nach Hause fahren. Bin schon bei dem Wald gesettet. Ja, genügend Leute hier. Nee, eigentlich nicht. Na gut, Bam ist noch da, ja. Aber ansonsten ist alle weg. Alle Römer weg? Nein. Alle Gallier weg? Guck, LM kann ich genauso gut fahren. Ich fahre nur CLK, damit es mir persönlich etwas schwieriger ist. Mhm.